Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI F550 Hexacopter. Nachdem wir im letzten Film das Thema Stromversorgung ja schon so ein bisschen gestriffen haben und es ja zumindest grobe Empfehlungen gab, möchte ich euch heute ganz konkret einmal zwei Akkus vorstellen, mit denen ich hier den F550 fliege. Darunter ist auch ein sogenannter Flat-Akku. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt gleich. Bevor wir uns die Akkus aber im Detail anschauen, noch mein Dank an die Firma Stefans Lipo Shop, die mir die Akkus freundlicherweise hier für diesen Film zur Verfügung gestellt hat. Die Webseite Stefans Lipo Shop, das ist ja eigentlich so die Adresse Nummer 1, wenn es um hochwertige Akkus, Lipo-Akkus für den Modellflugbereich geht. Ihr werdet auf der Seite verschiedene Serien finden. Ich rate euch zu der Serie mit dem Namen X-Tron. Das ist eine Serie, die darauf ausgelegt ist, dass der Akku einen möglichst konstanten Strom liefert. Das ist nicht unbedingt so sehr zu gebrauchen, wenn man Kunstflug macht oder schnelle Manöver fliegt. Aber für einen Multicopter, der ja im Prinzip häufig für ruhige Kameraflüge genutzt werden soll, ist das diese X-Tron-Serie hier mit ihrer konstanten Stromleistung sicherlich die beste Wahl. Was die Leistungswerte meiner Akkus angeht, so habe ich mich hier für zwei 4S-Akkus entschieden. Da hat man eine etwas höhere Spannung. Und dadurch fließt im Kopter dann etwas weniger Strom. Insgesamt für einen Hexacopter ist das sicherlich die bessere Lösung als ein 3S-Akku. Ich habe hier ein C-Rating gewählt von 30C. Das ist sicherlich relativ hoch gegriffen. Hier würde auch ein C-Rating gehen von 25, ja vielleicht sogar runter auf 20, je nachdem wie hoch die Kapazität des Akkus ist. Aber ich habe mich hier für einen 30C Akku entschieden, dann hat man immer noch jede Menge Luft nach oben, was das Stromziehen angeht, und man kann den Akku problemlos nachher auch noch an anderen Modellen einsetzen, die vielleicht noch anspruchsvoller sind. Was die Kapazitäten angeht, so habe ich hier zwei Akkus, einmal einen mit 5000 mAh und einen mit knapp 6, das hier 5800 mAh. Damit erreicht man Flugzeiten so um die 14 bzw. 16 Minuten. Das zeige ich euch aber gleich nochmal gesondert. Wichtig bei Multicoptern ist ja auch immer noch das Gewicht, weswegen wir die Akkus natürlich auch mal auf die Waage legen. Hier der 5000 mAh Akku, der hat ein Gewicht von etwa 550 Gramm. Und der große 5800 mAh Akku, der liegt bei 636 Gramm. Geliefert werden die hier gezeigten X-Tron Akkus bereits mit einem fertig montierten Anschluss. Hier ist das ein hochwertiger XT90 Stecker, der hier angeschlossen ist. Dieser XT90-Anschluss, der passt natürlich nicht hier auf diesen XT60-Stecker, den DJI ja standardmäßig mitliefert. Das ist aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, denn ein solcher Hexacopter wie der F550, da können schnell mal Ströme entstehen, die größer sind als 60 Ampere. Das ist ja so das Durchgangsmaximum eines solchen Steckers. Und dann ist hier dieser XT60-Anschluss ein Flaschenhals. Deswegen macht es Sinn, hier direkt XT90-Stecker mitzubestellen. Die könnt ihr auch bei Stefans Lipo Shop direkt kaufen. Und dann hier entsprechend das auszutauschen. Wer das nicht möchte, zum Beispiel weil er noch andere Akkus hat, der kann sich natürlich auch hier so einen kleinen Adapter basteln, um dann hier den XT60-Anschluss anzuschließen und auf die andere Seite dann den Akku. Der Balancer-Anschluss der Akkus ist ein Anschluss nach dem sogenannten EH-System, welches zum Beispiel standardmäßig von Robbe oder Graupner unterstützt wird.
Falls euer Ladegerät diesen EH-Balancer-Anschluss nicht standardmäßig unterstützt, dann müsst ihr euch hier ein sogenanntes Balancer-Board zulegen. Hier sind die verschiedensten Anschlüsse für die unterschiedlichsten Balancer-Typen drauf. HP, TP, XH und hier, das seht ihr hier zum Schluss, auch EH. Da kann man dann entsprechend hier diesen EH-Stecker reinstecken und das Ganze wird dann weitergeleitet an das Ladegerät. Ähnlich sieht das natürlich hier mit der Stromversorgung aus. Wenn dort kein XT90 Stecker vorhanden ist, dann kauft ihr euch hier einen direkt mit und lötet den dann hier an einen solchen Anschluss an, damit ihr auch diesen dann hier nutzen könnt, um den Akku zu laden. Kommen wir nun noch zur Montage der Akkus. Wie ihr vielleicht bei der Montage des F550 gesehen habt, habe ich ja hier in die Mitte so einen Klettstreifen geklebt. Der ist im Lieferumfang mit dabei. Ebenfalls ist ein passendes Pendant dazu mit dabei. Und diesen Klettstreifen, den habe ich hier in zwei Teile aufgeteilt und dann hier nach rechts und links unter den Akku geklebt. Es ist wichtig, dass ihr bei einem so großen und schweren Akku nicht nur ein kleines Klettteil in die Mitte klebt, dann fängt er nämlich an hin und her zu wackeln, sondern dass der mit zwei jeweils rechts und links stabilisiert wird. So kann man den dann hier jetzt drauf drücken und dadurch hält das Ganze schon recht gut. Ihr seht, ich kann sogar hier den Kopter hochheben. Wir fixieren das aber noch weiter mit dem mitgelieferten Band und ich habe hier gleichzeitig oben noch mal so ein bisschen Klett hingeklebt. Das seht ihr hier dieses Weiße, sodass ich den auch hier oben noch mal mit dem roten Band befestigen kann und das dann da durchschiebe und festziehe. Und wenn man das macht, dann ist der Akku hier wirklich extrem fest und stabil fixiert, sodass da also nichts passieren kann. Genauso befestige ich auch den zweiten Akku hier am Kopter. Allerdings ist das Ganze hier ein bisschen mehr Friemelei, da das Band, was DJI standardmäßig hier mitliefert, für diesen Akku fast schon ein wenig zu kurz ist. Dieser Flat-Akku hat aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber den normalen Akkus. Er ist wesentlich tiefer und damit liegt auch der Schwerpunkt des Kopters wesentlich näher am Mittelpunkt und an dem Flight-Controller. Und dadurch kann der Kopter deutlich einfacher und leichter sich ausbalancieren, als das hier bei einem so großen Akku der Fall ist, der eben doch viel mehr Gewicht dann hat. Und der ist auch noch weiter nach oben verlagert, sodass auch der Schwerpunkt des Kopters natürlich nach oben geht. Das ist der Vorteil hier eines solchen Flat-Akkus. Wenn er denn drauf passt, dann müsst ihr aber vorher genau messen, ob das bei euch passt und zur Not auch hier andere Klettbänder euch noch zusätzlich bestellen. Ja, das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen bei der Auswahl des richtigen Akkus. Ich gehe jetzt als nächstes mal direkt nach draußen. Das Wetter ist gerade schön und fliege mal zwei Runden hier mit dem F550 und nehme das Ganze auch auf und zeige euch das dann morgen. Also schaut auf jeden Fall auch morgen wieder rein. Wenn euch dieser Film hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar da unten, eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, hier natürlich und auch seit neuestem auf Facebook. Wenn ihr weitere Fragen habt hier zu den SLS-Akkus oder zum F550 oder zu Multicoptern im Allgemeinen, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.